Zuletzt bei The Legend of Zelda Twilight Princess. Nachdem wir viel zu viel Zeit am Angelteich verschwendet haben, aber hier die 100% erreichen konnten, ne, übergab uns Impass ein Dokument, mit welchem wir in der Lage sind, den Kopierstab wieder zu aktivieren. Um jetzt allerdings in die geheime Stadt in den Wolken zu kommen, müssen wir erst an verschiedenen Orten in Hyrule die Eulenstatuen aktivieren, um ein Dokument zu vervollständigen, welches uns dabei hilft, in den Himmel zu reisen. Freunde, Grüße von der alten Festung in der Wüste aus dem kaputt gebrannten oder zerstörten Bulblin-Lager, denn hier, wo der Final Boss oder wo der Bossfight gegen den Anführer der Bulblins war, oder gegen King Bulblin oder ich weiß gar nicht, was ein offizieller Name ist, da hat sich jetzt eine Geisterseele niedergelassen. Und die ist sehr, sehr wichtig für uns, denn das ist tatsächlich die letzte Geisterseele für uns in der Wüste. Und jetzt schauen wir hier mal drauf und da steht jetzt 8 von 11 und ihr denkt euch, Bübi, 8 ist nicht 11. Bist du blöd? Nein, es gibt ja noch die Drillhöhle. Hier, exakt da, glaube ich, wo wir das alte Brückenteil sozusagen geholt haben. Und in dieser Höhle sind ebenfalls 3 Geisterseelen. Und dann kommen wir auf 11. Und damit hätten wir die Wüste auch abgeschlossen, Freunde. So, wir haben jetzt aber immer noch hier, da fehlen uns noch ein paar, da fehlen uns keine mehr. Hier sind aber noch 2, die uns fehlen. Und da, oh ne, hier ist gar nichts mehr. Okay, also es gibt schon noch genug zu tun, so ist nicht. Aber ich würde sagen, eins nach dem anderen. Ich wollte einfach die Geisterseele mitnehmen. Na, ich bin immer auf der Suche danach, immer schön wieder kleine Schritte zu den 100% hier mit ins Let's Play einzubauen, damit wir einfach Stück für Stück hier kleinen, aber sicheren und stetigen Progress haben. So, und was jetzt auch noch verdammt spannend wird, ist, wir prüfen ja jetzt die ganzen Statuenplätze, wo wir unser Dokument, sage ich mal, verbessern können, beziehungsweise wo wir neue, wie nennt man das? Neue Schriftzeichen für das Dokument finden, mit welche wir quasi noch entziffern müssen, ne? Und da müssen wir jetzt quasi diese ganzen Statuen überprüfen. Und das ist halt schon verdammt wichtig für uns, weil auch bei diesen Statuen überall noch Secrets sein können. Beim letzten Mal waren da nur Rubine. Das war ein bisschen wack, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich hoffe, da werden wir jetzt vielleicht ein bisschen besser ausgestattet. Aber wir gucken mal. Warte mal, hier geht's gar nicht lang. Da oben! Da oben? Ah, warte mal! Oh, no! Ich glaube, ich bin hier komplett falsch, Freunde. Ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Ich muss hier, obwohl, nee, ich bin eigentlich schon, ach komm, jetzt gehen wir durch den Sumpf. Ich muss zu dem Kollegen gehen, der uns das Lampenöl verkauft. Und da ging es ja die ganze Zeit nicht für uns weiter. Da war ja immer noch dieser eine Weg, den wir schon die ganze Zeit gehen wollten, aber er war immer zu. Und der ist wohl jetzt begehbar, vermute ich. Passt mal auf, Freunde. Dann müssen wir mal den verseuchten Wald hier nochmal verlassen. Es tut mir auch irgendwie so ein bisschen leid für den Wald, ne, dass der niemals wieder wirklich hübsch wird, aber damit muss der wohl klarkommen. So, die Monster sind mir alle vollkommen egal. Und ich glaube, bei dem Kollegen werde ich dann auch gleich nochmal neues Lampenöl kaufen. Na, wobei, aber ich kann auch das neue Lampenöl dann in eine Flasche packen. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Wir haben ja mittlerweile 4 Flaschen, 2 davon sind leer. Da können wir auch ruhig mal eine sozusagen nochmal mit Lampenöl befüllen. Wer weiß, ob wir die Lampe nochmal brauchen. So, sie war schon mal leer, als wir sie gebraucht hätten, ne? So, deswegen, Meister, hast du was für mich? Oh, du hast mich geweckt, danke. Öl willst du? Für 20 Rubine fülle ich sie dir in die Lampe oder in eine Flasche? In die Flasche, bitte. Yeah, kein Problem. Sehr gut. Damit haben wir noch einmal frisches Lampenöl. So. Und hier bin ich wirklich seitdem nie wieder durchgegangen. Das ist echt irgendwie traurig, wenn ich so drüber nachdenke. Aber wahrscheinlich wären wir da sowieso nicht weitergekommen. Also wenn wir jetzt schon sehen, dass es hier auch noch so eine Statue gibt, ne? So, da geht's bestimmt per Wolf weiter. Da nach oben. Und das machen wir jetzt. Ah, nee, warte mal, stopp. Also ja, schon. Aber ich glaube, zuvor müssen wir uns erstmal den Kollegen hier mitnehmen. Exakt. Und den hier reinstellen.
Weil von da bewegt er sich erstmal nicht mehr. Und dann kommen wir da hoch. Sehr, sehr wichtig. Aber zuvor nehmen wir noch diese Schriftzeichen hier mit. Mit dieser wunderschönen Musik. Und wir haben ein weiteres kumulanisches Zeichen bekommen. Also wir müssen jetzt wirklich jede Statue in Positionen überprüfen. What? Okay. Ich wurde einfach wegteleportiert. What the hell? Okay. Sehr, sehr interessant. Keine Ahnung, ob das so sein sollte. Aber nicht so schlimm. So, würdest du? Dankeschön. Denn wir müssen jetzt hier hoch. Die Frage ist, ist da unten was? Ha, gucken wir gleich nach. Gucken wir gleich nach. Aber hier drüben war jetzt, glaube ich, genau die Truhe, die wir gesehen haben. Exakt. So, und was ist hier drin? Sind das immer nur jetzt Rubin-Secrets, die wir finden? Oder gibt es hier auch sinnvollen Stuff? Es gibt absolut sinnvollen Stuff! Ein Herzteil und damit kriegen wir unseren 16. Herzcontainer. Den nehmen wir natürlich sehr gerne mit. So, und jetzt prüfe ich noch kurz, ob hier unten was Wichtiges ist. Nein. Okay, ja, sehr schön. Das ist doch eine Sache, die mir schmeckt. Dann haben wir auch hier die Statue. Gibt es hier in dem Gebiet eine mit Sicherheit? Ja, auf der Ebene 2 sogar. Stimmt, bei der Brücke, ich erinnere mich. Da muss man, glaube ich, eine Statue einmal von der einen Seite der Brücke komplett mit auf die andere Seite nehmen, um dann da in so einen Torturm zu kommen, ne? Also ein Tor besteht dann aus 2 Türmen mit so einem Bogen in der Mitte und ich glaube, ihr wisst Bescheid, was ich meine. So, und übrigens, weil wir vorhin noch über die Drillhöhle geredet haben, in der, oh, schau mal, da vorne, da ist eine Truhe, in der es ja 3 Geisterseelen für uns gibt, die können wir noch nicht machen, zumindest noch nicht komplett, die besteht auch wieder aus vielen unterschiedlichen Ebenen, aber um sozusagen alle Ebenen schaffen zu können, brauchen wir alle Items und dementsprechend, ah, warte mal, wie machen wir das jetzt am besten? Pass auf, jetzt nehmen wir dich mal mit. Wir müssen jetzt dich mit Sicherheit hier platzieren, genau. Keine Sorge, das Schriftzeichen nehme ich noch mit. Und wie gesagt, deswegen mache ich das erst, wenn ich alle Dungeons geschafft habe. Weil dann können wir die Drillhöhle einmal komplett durchackern. Und natürlich mit Wolfling müssen wir noch auch einmal durch die Höhle und alles schaffen. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. So, Meister. Du kommst mit. Weil dann können wir dich nämlich, genau, perfekt hier platzieren. Und wir kommen an die nächste Truhe. Und was haben wir hier? Ey, voll geil, dass bei jeder Statue jetzt noch was zu finden gibt. Ein Stempel. Sehr gut. So, und da unten ist unser Schriftzeichen. Laut Karte noch 3 Orte, an denen Statuen zu finden sind. Das sieht einfach aus wie ein kleines Kind, was ein paar Kreise gemalt hat, aber nicht weiter wichtig, Freunde. Einfach akzeptieren. So, und wir warten uns wieder. Das ist wirklich nochmal so eine kleine Reise durch Hyrule, ne? Mir fällt doch übrigens noch ein, dass in Kakariko gibt es immer noch eine Kiste, die wir noch nicht geholt haben. Diese eine Kiste, die einfach auf so einem Felsvorsprung ist, ne? Ich habe bis heute noch nicht rausgefunden, was genau wir tun müssen, um an die ranzukommen. Aber die 100% werden wir noch früher oder später komplettieren. Deswegen mache ich mir da gar keinen Stress. So, passt auf. Dann werden wir jetzt hier gleich menschlich, weil wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal ein paar Monster erledigen, ja? Und zwar exakt diesen Kollegen hier. Der zielt auch schon, aber mein Bogen ist stärker als seiner. Yeah. Wie er da runter stolpert, ist immer so cool gemacht. So. Und du, Kollege? Warte mal, wenn ich dich jetzt hier hinstelle. Genau, weil so, wenn ich jetzt dieses Zeichen einsammle, dann wird er sich ja eh erstmal wieder wegteleportieren. Haben wir ja vorhin bei der anderen Statue gesehen. Deswegen nehmen wir erst dieses Zeichen mit. Und dann transportieren wir den hier einmal komplett rüber auf die andere Seite. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Kann ich rollen? Ja, ich kann rollen. Okay, damit können wir noch ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Und die Statue musste jetzt einmal ganz da vorne, neben der Brücke rechts, diese kleine Mini Einbuchtung, die da im Gemäuer ist. Genau dahin muss unsere Statue. Hier ist auch nochmal ein Kollege, der hier auf uns ballert.
So, aber jetzt stellen wir den erstmal dahin, wo wir ihn brauchen. Genau, ich glaube, da steht er doch vielleicht sogar gar nicht schlecht, oder? Ja, what? Okay, er steht da schlecht. Hab nichts gesagt. So, zack. Dann machen wir so. Das läuft besser. Und ich glaube, ich mache mir jetzt hier echt einen entspannten. Oh, jetzt ist es wieder zu weit weg. Oh, Bro. Okay, noch ein bisschen hier rüber. Vielleicht wird das ja was. So. Nochmal hoch. Zack dahin. Und zack dahin. Yes. Genau so muss das. Und dann können wir hier nach oben klettern. Das haben wir auch schon vor langer, langer Zeit gesehen, dieses Secret. Hi, was geht? Einmal von der Burgmauer gestoßen. Und was ist hier? Noch ein Herzteil. Oha. Ey, wie krass man hier belohnt wird. Da drüben ist nichts, oder? Nee, ich glaube nicht, dass hier noch was abgeht. Okay, ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt hier alles habe. Und wir düsen weiter, denn noch zwei Fahnen sind direkt hier in diesem Kartengebiet relativ nah beieinander. Dann schauen wir uns das noch an. Und wenn wir die zwei gefunden haben, dann sollten wir in der Lage sein, das kumulanische Dokument zu entschlüsseln. Beziehungsweise der Kollege von Thelma aus der Wir retten Hyrule, keine Ahnung, aus dem Wir retten Hyrule Workshop. Irgendwie so wirkt das. Aua, du bist ein Arsch. So, mach einen Abflug. Hast du ein Herz für mich? Danke. Ein Geben und Nehmen. Wie 69. Den Spruch muss ich immer wieder bringen. Es tut mir leid. So, hey Männer. Alles gut? Okay, ich habe auf die Fresse bekommen. Das war nicht die Frage. Danke. Und wo kann ich mit dir eine Statue mopsen? Da oben. Ja, grüß Gott. Ah, die müssen jetzt so ein bisschen durch dieses Trümmerlabyrinth manövrieren, oder? Genau. Und dann... Oh, boy. Moment. Und dann hier rüber. Die Frage ist nur, von wo muss ich dann springen? Wahrscheinlich von da, oder? Ich weiß es noch nicht so genau, ob das Rätsels Lösung ist. Oh, nee. Nee, es passt noch nicht so ganz. Ah, da muss ich von da oben. Verstanden. So. Und an das kumulanische Schriftzeichen muss ich auch noch rankommen. Oh, boy. Da habe ich die jetzt zu früh hier rüber mitgenommen. Na, egal. Truhe ist wichtiger als kumulanische Schriftzeichen, wenn ihr mich fragt. Und ein bisschen Cash. Okay, also man muss sagen, es sind sehr, sehr, wie soll ich sagen, ausgewogene Belohnungen, ne? Für jeden was dabei. Für den Rubinsammler, der vielleicht noch ein bisschen Cash braucht. Für den Herzteilsammler, wo ich mich sozusagen so ein bisschen sehe. Und auch für die Stempel-Enjoyer, ne? Wobei die mittlerweile in die Röhre gucken, weil die Stempel ja fürs Miiverse waren. Welches nicht... Oh Gott, Alter. Das Link, den ich an dieser Statue nicht festhalten kann, ist so triggernd. Ne? Das Miiverse, welches sich nicht mehr unter uns befindet. Das Social Media Network der Wii U. Eigentlich eine coole Idee, aber hat leider etwas unter der mangelnden Beliebtheit der Wii U gelitten. Sehr gut. Das vorletzte. Und das letzte, da müssen wir jetzt... Da runter. Exakt da unten ist das. Okay, ja, ich glaube, da müssen wir außen rum gehen. Da gibt es jetzt keinen Shortcut oder ähnliches für uns. Da müssen wir jetzt einmal kurz Gas geben. Und ich glaube, da sind wir in Wolfsform schneller. Denn ich bilde mir bis heute ein, ich weiß nicht, ob das stimmt. Doch, ist relativ sicher. Dass hier dieser Wolfssprint so eigentlich so eine sehr, sehr schnelle Art und Weise ist, sich von A nach B zu bewegen. Also ich habe echt das Gefühl, dass man damit die schnellste Fortbewegungsmethode hat. Wie gesagt, Epona ist auch eben recht schnell, aber ich habe das Gefühl, dass Epona nur auf lange Strecke schneller ist, weil man muss ja auch Epona erst rufen und aufsteigen und dann hat man mal wieder irgendwelche Koordinationsprobleme, zumindest habe ich die, weil ich dann wieder mit Epona nicht klarkomme und na, als Wolf düst einfach genau dahin, wo du willst und du kannst ja sowieso... Entschuldigt den kurzen Cut, Freunde. Ich habe mich nur mal wieder mit meinem PC auseinandergesetzt, der mal wieder dachte, er müsste den einen oder anderen Frame verwerfen und wieder ein bisschen laggen. Irgendwas ist passiert. Es gab irgendein Update. Egal, ob es der Treiber ist oder meine Aufnahmesoftware oder keine Ahnung. Es kam irgendein Update raus
Und seitdem ist irgendwie, sind meine Einstellungen nicht mehr so, wie sie sonst immer waren. Und das ist aktuell ein bisschen frustrierend. Aber ich habe mir die Aufnahme durchgeguckt. Es waren ja wirklich nur vereinzelte Frames, die uns verloren gegangen sind. Es war jetzt keine Vollkatastrophe oder ähnliches. Aber ich dachte, ich unterbreche jetzt einfach kurz die Aufnahme. Guck mir das ganze Problem an. Und dann werden wir auf jeden Fall dahin kommen, dass wir wieder flüssige Aufnahmen hinkriegen. So, was genau geht jetzt hier ab? Na, also, wir können jetzt sozusagen den Kollegen von da oben runter bewegen. Aber wie kommen wir jetzt auf den Kollegen da hoch? Na? Also, wie komme ich in die Truhe ran und wie komme ich auch dahin? Kann ich mich da irgendwo hin? Ja! Ich kann mich hier irgendwo hinziehen, Freunde. Passt auf, aber dann lasse ich die Statue jetzt genau da stehen. Da oben ist nämlich ein Felsvorsprung. So, und wenn ich jetzt den nutze, um mich da hochzuziehen, ja, dann kann ich jetzt versuchen, oh, da drauf zu landen. Warte mal, ich lande genau hier. Passt auf. Das merke ich mir. Dann stelle ich den Kollegen jetzt nämlich genau dahin, wo ich runtergefallen bin. Und dann können wir das jetzt hier nochmal überprüfen. Und dann dürfte ich ja jetzt theoretisch direkt auf dieser Statue landen, ne? Rein theoretisch. Und dann müsste das passen, oder? Jawollo. Es ist der berechnende Boss. Und wir werden hierfür nochmal mit Cash belohnt. Schade. Das ist leider mittlerweile ziemlich nutzlos für mich geworden. Cash war mal gut. Aber jetzt nicht mehr. So, wenn ich dich jetzt hier hinstelle. Oh Gott, ey, Link. Dieses automatische Springen von Link ist manchmal einfach nicht so, wie man es will. Aber da ist die letzte Rune, Guys. Und so und nicht anders wollen wir das. Und damit ist das antike Dokument vollständig. Du hast alle kumulanischen Zeichen erfolgreich ergänzt. Es enthält wichtige Hinweise für die Reise nach Kumula. Oh yeah. So, ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt noch irgendwo Statuen gibt, mit denen wir interagieren können, oder ob tatsächlich alle Statuen, die existieren, jetzt für uns markiert wurden. Oder ob es, wie gesagt, noch irgendwo so ein Statuen-Secret gibt, von dem ich nichts weiß. Hey Männer, was geht? Ja, ihr haltet nicht so viel aus, aber ihr bringt echt viel Geld. Das ist recht angenehm. So, ich meine, früher oder später wird es hier immer noch so das eine oder andere kleine Secret geben. Aber ich glaube, wir können uns jetzt wirklich mal darauf konzentrieren, zum letzten Dungeon zu kommen. Und dann nach dem letzten Dungeon, bevor wir ins Finale gehen, komplettieren wir alles. Aber viel ist es ja nicht mehr. Klar, wir müssen noch die Drillhöhle machen. Und wir müssen auch noch die Wolf-Link-Höhle oder die Wolf-Link-Herausforderung machen. Das wird wahrscheinlich ein Part, vermute ich, oder zwei, je nachdem. Und da müssen wir noch ein bisschen Herzteile und Geisterseelen sammeln. Aber wir haben ja echt schon recht viele. Also wenn wir mal in die Ausrüstung gucken, wir haben 49 Geisterseelen. So, in der Drillhöhle sind noch drei. Vielleicht noch im nächsten Dungeon sind eventuell noch zwei. Das heißt, fünf finden wir vielleicht sogar noch im Playthrough. Das heißt, uns fehlen insgesamt sechs Geisterseelen, die wir nachholen müssen. Also das ist wirklich in Ordnung. Goldinsekten haben wir alles, ein paar Herzteile brauchen wir noch. Aber weitestgehend sind wir schon recht gut aufgestellt. Das heißt, auf jeden Fall nach dem nächsten Dungeon wahrscheinlich noch ein Part nur. Ein Part Sachen nachholen, bisschen Welt erkunden, bisschen Spaß haben. Und dann können wir auch schon ins Finale steppen. Also, da werden jetzt nicht irgendwie super viele Bug-Trainingsparts oder so kommen. Wo wir dann nochmal richtig lange einfach nur uns damit auseinandersetzen, durch Hyrule zu reisen und alles Mögliche einzusammeln. Da bin ich doch ganz happy, wie dieses Projekt bisher verlaufen ist. So, was geht, Meister? Ich denke, ich habe genau das, was wir brauchen. Ist das antike Dokument von neulich? Da steht ja jetzt viel mehr als davor. Ich weiß nicht, was damit passiert ist, aber es muss ja jetzt etwas bedeuten, dass du es mir zeigst, oder? Also gut, ich werde noch einmal den Zauberspruch sagen. Oh yeah. Und es verschwindet, das Schutzschild. Oh, sie hat die gleiche Form angenommen wie die anderen Statuen. Was kann das nur bedeuten? Nein, das geht so nicht, ich bin völlig verwirrt. Entschuldige, Hübi, ich muss es wieder in einen kleinen Kopf bekommen. Also, Link könnte auch einfach sagen, hey Bro, mein Stab funktioniert. Das ist gar kein Problem, wir kriegen das hin. Aber so smart ist Link nicht. So,
Sollen wir ihm sagen, dass wir es geöffnet haben? So geht das nicht. Ja, okay, alles klar. Er interessiert sich jetzt noch nicht so dafür, dass wir das hier geöffnet haben. Okay, aber wo führt mich das hin? Oh, schaut mal, da hinten ist eine Zeichnung von der Tante. Und hier ist eine antike Kanone. Oh, da müssen wir auch safe den Clown hinbringen, oder? Reparaturservice. Hübi? Wer ist diese steinerne Statue? Und das hier? Unglaublich, einfach unglaublich. Das ist doch die Kumula-Kanone aus den Aufzeichnungen meines Vaters. Ich wusste doch, dass es hier irgendwas seltsam war. Da hat mich meine Intuition nicht getrogen. Aber wie kann ich damit jetzt nach Kumula gelangen? Ich weiß es ganz genau. Sind das Pilze, die hier sind? Ja, ich gucke mich jetzt hier erstmal um. Ja, Midna will sie jetzt unbedingt melden und uns sagen, glaube ich, dass wir jetzt mit dem Clown reden müssen. Das sind Zeichnungen von der Tante. Eine Kanone? Was machst du jetzt, Hübi? Wir warten uns. Aber der Typ, das schaut uns schon die ganze Zeit an. Ja, okay. Dann, ich will gehen. Midna, wir verziehen uns. Hey, wo willst du hin? Oh Mann, ich muss jetzt erst den Dialog führen. Ich vermute sehr stark, dass ich den Clown brauche, aber wir reden mal mit Midna. Vielleicht hilft es, wenn du versuchst, sie zu bewegen. Ich weiß ja auch nicht. Ich schaff das schon. Aber du solltest sie wirklich jemandem zeigen, der Ahnung hat. Ja? Oh. Möglicherweise. Störe ich? Wie unaufmerksam von mir. Ich soll wohl besser verschwinden. Also dann, ich muss mir auch hier unbedingt den Leuten erzählen, was hier passiert ist und so, ne? Wiederschauen und reingehauen. Ach ja, lass mich dir noch einen Rat geben. Das Ding scheint kaputt zu sein. Solltest es erstmal jemandem zeigen, der sich mit Kanonen auskennt. Ich habe verstanden. Oh, das wäre ein bisschen gemein von uns, oder? Nein, alles gut. So. Wir warpen uns. Und zwar an den Hylia-See. Und zwar... Nein, hier. Exakt hier. Runter! Denn da ist ja der Clown-Shop, der exakt so eine Kanone verwendet. Wie auch immer der Clown-Shop an so eine Kanone rangekommen ist. Der hat wahrscheinlich auch einfach so eine Ruine gefunden, ne? Und mitgenommen. Aber wir verziehen uns. Jetzt kommen wir mit dem Riesenteil hier an. Yeah. Okay. Dann kurz zurückverwandeln, bevor wir in Wolfsform unserem Freund hier gegenübertreten. Und dann bitten wir ihn mal, dass er doch unsere Kanone hier mal reparieren kann. Was sagst du dazu, Meister? Hey! Sag mal, ist das deine? Oh, du bist so verrückt danach, dass du dir sogar eine eigene Kanone besorgt hast? Dann wollen wir uns das Prunkstück doch mal aus der Nähe ansehen. Okay, vielleicht will ich auch deine Hilfe gar nicht. Du als Idee? Was? Das ist aber auch ein ziemlich klassisches Modell, oder? Außerdem habe ich gar keine Zündvorrichtung dafür. Im Moment kann man die nicht benutzen. Ich kann natürlich versuchen, sie für dich in Ordnung zu bringen. Ich meine... Das würde dich natürlich 300 Rubine im Voraus kosten. Wenn ich jetzt Nein sage, kann ich noch runterhandeln? Die sieht wirklich toll aus. Naja, gib mir nichts an. Also dann, ich muss wieder in die Arbeit. Oh, verdammt! Ich dachte, ich könnte die noch runterhandeln. Aber das ist natürlich kein Stress. Meister! Das war jetzt natürlich ein absolutes Missverständnis, was wir hatten. Ich bin natürlich gerne bereit, dir 300 Rubine zu zahlen. Nein, ich möchte den Reparaturservice nutzen. Ah, das sind da drüben. 300 Rubine. Yep. Wusste ich doch, du weißt genau, was du willst. Dauert gar nicht lang. Ah, what? Alter, die Mucke. Ich arbeite jetzt schon 3 Tage dran, glaube ich. Jetzt sind es 4. Okay, 3 bis 4 Tage. Was hat Link in der Zwischenzeit gemacht? Sieht doch gar nicht schlecht aus, oder? Das hätten wir, hab sie repariert, glaube ich. Sieht zwar ziemlich vergammelt aus, aber was drin steckt, ist super. Das Ding bringt dir vielleicht wirklich bis in die Wolken. Pass auf. Also, ich hau rein, ne? Viel Spaß. Ja, dann... wollen wir es doch mal probieren, oder?
I see. Der Greifhaken ist hier notwendig. Und da kommt sie. Die ist einfach lebendig. Yeah! Freunde, wir haben unsere eigene Kanone gebaut. Und wir sind ganz gut gelandet, würde ich sagen. Boah, endlich wieder zu Hause. Willkommen in der Stadt von uns Komulanern. Da du schon extra hierher gekommen bist, würde ich dir gerne die Stadt zeigen. Ah! Die Tante rastet komplett aus. Boah, das ist ja furchtbar. Hilfe, dieser Drache treibt rund um die Stadt in sein Unwesen. Ich mache mir Sorgen um die anderen. Lass mich kurz im Laden nachsehen, ob alles noch in Ordnung ist. What? Ihr habt einen Shop hier? Einfach eiskalt eine Stadt in den Wolken, Freunde. Mit einem eigenen Shop. Und da drüben ist eine Truhe. Hallöchen. Was haben wir denn hier? Kann ich das verwenden? Ist da was Sinnvolles für mich drin? Bestimmt nur Geld, oder? Nein, Wasserbomben. Ja, das ist viel sinnvoller. Aber tatsächlich können wir die 15, glaube ich, sogar mitnehmen, ja. Weil unsere Bombentasche ja größer geworden ist. Dadurch können wir mehr transportieren. Da ist sogar noch eine Truhe. Sehr schön. Da sind wahrscheinlich Pfeile drin, oder? Oder vielleicht nochmal Bomben. Ich habe keine Ahnung. Oder was viel Besseres. 20 Rubine. Sehr schön. Aber ich will jetzt schon gucken, was ihr hier in eurem Store habt, ne? So ein Kumulaner-Store betritt man ja auch nicht alle mal. Schauen wir mal. Hat ein bisschen Star Wars-Vibes hier, ne? So Wolkenstadt-mäßig. Aus Teil 5. Ja, sogar die Sitze haben Jedi-Rad-Vibes. Das ist richtig Star Wars-mäßig hier. Hier gibt's Bomben, Pfeile, Lampenöl und so. Shit, ne, der ist mir relativ egal. Hi! Oh, das tut mir so leid, dass du extra hier bist. Aber bist du denn nicht hier, um dir die Stadt anzusehen? Ich mache mir natürlich Sorgen um die anderen, kann unmöglich unter dir rumsitzen. Ich werde dich ganz einfach begleiten. Auf die Erde zurückwerfen kann ich dich leider nicht, aber wir können jederzeit in den Laden hier. Ah, und schon haben wir uns mit der Tante angefreundet. Aber heißt das, dass das hier direkt ein Dungeon ist? Ich meine, wenn man auf die Karte guckt, wirkt es auch so, ne? Wir haben eine Karte, wo Türen eingezeichnet sind und alles. Und wir haben die Tante bekommen, die uns jederzeit hierher zurückporten kann. Das wirkt schon alles sehr Dungeon-mäßig, wenn ihr mich fragt. Schauen wir mal nach, Guys. Oh! Okay. So, die lasse ich jetzt einfach in Ruhe. Hier wird sehr viel mit so Windströmen und so gearbeitet, ne? Scheint so. Aber davon lassen wir uns gar nicht weiter beirren. Ja. Oh, what? Meine Pfeile verschwinden auch. Als ob die Pfeile vom Wind so weggeweht werden. Also so krass, dass sie einfach nach hinten fliegen. Direkt nach dem nachdem ich sie abgeschossen habe. Boah, der Drache da hinten immer noch, ne? Kumula. Eine fliegende Stadt. Ganz offensichtlich. Ist das ein riesiger Kopf? Wirkt irgendwie so, ne? Mit diesen beiden Balkonen irgendwie als Augen? Hm. Na dann. Was auch immer hier abgeht, Freunde. Im letzten Dungeon von Twilight Princess. Das erfahren wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Mit einer dicken Kanalmitgliedschaft supporten Sören Komora, JT90PRL, Hykris Ski und im Pause an dieses Projekt. Ich danke euch.